Und ja, du solltest jetzt auch langsam mal wieder Eisen machen. Schmelzen. Du arbeitest. Hä, wo bist du bitte? Ach so, da bist du. Ja, aber wieder sicherheitshalber das Spiel speichern. So, wie viel Gold haben wir jetzt noch? Hochzeiten, Geburten, Todesfälle. Gold haben wir noch 55, das reicht noch für über 10 Leute. Also Gold haben wir noch genug. Ja, ich hoffe mal wirklich, dass die ganzen, also dass die Maya, die hier rumstehen, ja, die Meisterfuzzis sind die mit den Tierköpfen, die anderen tragen Federn. Was ich gerade nicht sehe, sind Meisterschwertkämpfer. Ah. Och, die bringen gerade Bier, dabei ist Bier jetzt gerade nicht so wichtig. Gold wäre wichtiger. Gut, da ist jetzt genug Gold und den da. Ah, du musst mal wieder nach Hause. Ist okay. Du arbeitest. Hä? Wo warst du bitte? Ach, auch zu Hause. Welches Haus ist deins? Das hier drüben. Ach, stimmt ja, du bist ja der Träger vom Bäcker. Oh, yes, on the menu, isn't it?
die wohl dann, ja. Bier und Gold. Mhm. So. Die werden langsam erwachsen. Jetzt, wo gerade der letzte fertig ausgebildet wurde. So, euch nochmal futtern lassen. So, noch mehr Erwachsene für unsere Kaserne. Haben wir noch Kinder? Nein. Holzfällerzelt steht schon lange leer, ja. Wie viel Möbel hast du denn gemacht? Ja. Mehr als genug wieder fürs Erste. Ja, ja. Du hast, glaube ich, auch mal wieder genug Geschirr gemacht. Gut. Das heißt, Bogenschütze. Du kannst trainiert werden. So, das heißt noch 5 Bogenschützen und 2 Schwertkämpfer. 1, 2. Ja, 7. Das heißt, wir brauchen 7 mal 4 ist 28. Gold, 27 Gold jetzt. Jetzt noch 26 Gold. Hm.
Und ja, am liebsten würde ich dann noch mehr Leute reinstecken. Aber so viel Träger kann ich halt nicht haben. So, jetzt sind es nur noch 6 mal 4 Gold, also 24. So, die mache ich jetzt alle Level 2. Und dann gucken wir mal, wie viele wir noch auf Level 3 kriegen. Bevor ich dann mal den Angriff mache. Also ja, Nahrung würde es nicht so schnell ausgehen. Die 10 zusätzlichen Krieger, das finde ich wiederum toll, dass sie gekommen sind. Die sind wirklich mit Stufe 3 Schwertkämpfer fast schon zu vergleichen. Eher mit Stufe 2. Gucken wir mal kurz. Wir haben hier einen Stufe 1 Schwertkämpfer hier. Mit 50-50. Oh, jetzt bringen sie gerade Bier, hä? Nee, du bringst Gold. Du wirst nur hier leider kein Gold drin finden. Oh doch, findest du gut. So, Schwertkämpfer 60-55. Ja. Sie sind eigentlich 50-50 sind 100. Das hier sind 110. Das hier sind 130. Ja, sie sind mit Stufe 2 Schwertkämpfern zu vergleichen. Da hauen sie im Takt. So, jetzt müssen wir noch ihn zum Stufe 2 Schwertkämpfer machen. Du bist hungrig. Du weißt, wo dein Zuhause ist. Wo Essen auf dich wartet. Also ja, würden wir den Angriff hier über das Gebiet machen, müssten wir uns noch mit den Truppen hier anlegen, die wahrscheinlich von unseren Freunden, Verbündeten rausgelockt wurden. So, die sind alle Stufe 2, der Rest ist Bonus. Also ich werde wahrscheinlich eher die beiden Schwertkämpfer noch auf 3 bringen, weil die ja vorne in der Front stehen, während die Fernkämpfer eigentlich von hinten schießen sollten.
So, ihr nochmal hier essen. Dann schicke ich euch schon mal hier runter. Dann könnt ihr hier nochmal essen. So. Du kannst trainiert werden. Ihr müsst alle mal pennen, okay. Ernsthaft, wo sind denn jetzt meine Schwertkämpfer hin? Ach, da. Da kommen sie angelatscht. Okay, die zwei Barren warten wir jetzt noch ab. Die sind ja nämlich gleich da. Das heißt, du kannst die Kaserne schon mal verlassen und du kannst die Kaserne schon mal verlassen und du wirst noch Bogenschütze und kannst die Kaserne verlassen. So, das heißt, wir speichern hier jetzt das letzte Mal. Lassen die mal essen. So.